Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Fröhliches Moin. Der dritte Tag spricht an. Wir waren eben noch im Geisterhaus und im Spinnenhaus. Haben festgestellt, wir waren am falschen Tag da. Ah. Ich mache das einen anderen Tag nochmal. Aber ich dachte mir, bevor wir die Zeit zurückschrauben, nochmal zum Fischer gehen und nochmal das Spinnenhaus absolvieren. Das mache ich selber. Offline, glaube ich. Versuche hier in der Stadt nochmal das letzte bisschen rauszukitzeln, was man hier noch machen kann. Fangen wir doch mal hier an. Na super. Ja, mein Besucherliebling. Ob das wohl der Kunde ist? womit soll ich die treffen? Auto mit dem Pfeil auch noch. Ach du Scheiße. Ja, Entschuldigung. Autsch. Komm, es sind nur noch die zwei. Wie, noch einer? Wo? Da. Ha! Perfekt. Geschafft. Perfekt. Oh, Liebling. Er hat das Spiel an drei Tagen hintereinander eine perfekte Trefferzahl erzielt. Das ist alles, was wir noch für übrig haben, Liebling. Ich habe ein Herz. Jetzt haben wir zwei. Ich frage mich, sind wir eigentlich wirklich glücklich, Schätzchen? Ja, das fragen die sich schon am dritten Tag. Oha. Naja. Gut, gehen wir noch mal weiter zum. Und ich frage mich immer noch, wofür wir denn diese komische Gormans-Maske brauchen? Wenn ihr da eine Idee habt, bitte gerne sagen. Schreiben. Sagen könnt ihr es auch versuchen, aber... Was ist denn hier los? Wo will der dann am letzten Tag noch hin? Das können wir auch mal bald klären, aber ich hätte am liebsten erst den Tempel, den vierten, beendet. Ich werde aber erstmal noch ein kleines bisschen Geld sammeln müssen. Wie wär's denn hier? Ja, da hat er ja richtig was gebracht. Ich muss nochmal wiederkommen, das war gerade ein bisschen blöd. Einmal nochmal Geld sammeln. So. Hey, Tingel. Grüß dich. Jawoll. Keine rote Münze, Rubine. Ach doch. Ja. Gut, dann kann ich das zur Not auch mehrmals versuchen. Es sei denn, ich muss hier 30 bezahlen. Das weiß ich gar nicht, wie viel das war. Puff. Oh, war ein kleiner Leck. Hab. Okay. Ist ja eigentlich noch Geld hinter? Nee, ne? Nein, kein Geld. Das habe ich auch schon gemacht. Fageskündchen. Ein Spiel kostet 10. Also gut, benutze die Blume. Sag es durch die Blume. Schaffst du es innerhalb der Rekord 1,16. Ich muss mir das erstmal angucken. Wie fliegt das denn heute? Besten, ich fange hier vorne irgendwie an. Jetzt. Oh,
Das war schon mal schwer. Okay. Oh. Seh nix. Oh, cool. So, jetzt muss ich da drüben rein. Da drüben rein. Ich muss da drüben rein. Wie kann das sein? So? Ah, perfekt. Da kommt er schon. Sehr schnell. Oh, shit! Was? Du kannst es probieren, so oft du willst. Oder besser, solange deine Rubine reichen. Ja, dann gib mal her. Naja, hallo? Farbes Kindchen. Kindchen. Okay. Na, 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 na. Am besten den schweren versuche ich gleich schon von hier. Oh, ist ja zum Glück nicht schwer. Na, 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 na. Oh. Warte. Einmal einfach nur hochspringen. Zu früh. Oh, hoch. So, jetzt den da drüben noch. Ja, 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 ja. Ruhig, ruhig, ruhig. Da kommt er schon. Jo. Ah! War aber knapp. Ei. Gut, es ist vorbei. 51:61, erstaunlich. Wieder ein Rekord. Schon der dritte in Serie. Wow, du hast uns dran gekriegt, Mann. Nun gut, offensichtlich bist du ein Profi und die haben hier nichts zu suchen. Nimm das hier und komm bloß nicht wieder, ja? Ich glaube, der ärgert sich ein bisschen. Drei haben wir. So ein junges Gesicht. Und doch haben wir es mit einem erbitterten Herausforderer zu tun. Erbittert? Was? Die verstecken sich jetzt vor mir? Was ist das denn? Hallo? Hallo? Die wollen nicht mehr. Oh, ich glaube, ich war ein bisschen zu gut. So, wo kriegen wir denn noch ein Herzteil her? Oh Mann. Uns fehlen ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herzcontainer. Einmal noch Frösche. Dann haben wir noch 2, 3 Menschen, die wir helfen können. Tja, was mache ich denn jetzt noch? Soll ich schon die Zeit zurückspulen? Ich guck noch mal, was mir noch gerade einfällt. Also Dongeros Maske, das würde ich gerne extra mal machen. Dafür muss ich, glaube ich, den einen oder anderen Boss nämlich noch besiegen. Da können wir lieber eine Boss-Session von machen und das dann noch mal versuchen. Und dann haben wir noch... Dafür kriege ich garantiert auch ein Herzteil, aber ich weiß nicht, wer sich das Gesicht antun will. Die Gebrüder Gorman vielleicht? Die Gebrüder Gorman könnten das vielleicht... Aber wann? Ansonsten... wüsste ich gerade nicht mehr... wo ich jetzt noch ein Herzteil herkriege. Ich glaube, ich spule mal die Zeit zurück. Ich bringe das Geld noch weg. Jede Münze ist bares Geld wert. Ja, das kann man so stehen lassen, denke ich. Und wenn ich schon mal auf dem Weg bin, dann kann ich eigentlich nochmal den Huni eben mitnehmen. Komme ich da oben? Nee. Schneller.
Gut, dann werde ich das nächste Mal den dritten Boss nochmal machen und den Fischer. Oder machen wir das mit einer Boss-Session und der Dongeros-Maske? Also Fischer, Spinnenhaus und Frösche. Das könnte ich eigentlich auch in einer Runde mal machen. Ob ich das vielleicht im nächsten Mal gleich versuche. Das wären immerhin ein Herzteil. Ach ja, die singen mit den Musikern. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn ihr mir da irgendwie... Oh, hier war ich schon. Wenn ihr mir da irgendwie helfen könntet. Ich weiß nämlich nicht, wie das... Wie bringe ich Jeppers zum Singen, zum Spielen mit mir? Hallo? Okay, ich dachte, er war auch böse. Gut, spuren wir zurück. Denn es wird Zeit. Jetzt überlege ich noch ein letztes Mal, ob mir noch was einfällt, was man noch in die Kana Canyon vielleicht... Warte mal, es ist der dritte Tag. Nee, das bringt mir auch nichts. Wir gehen zurück. Warum habe ich denn Geld holen wollen, wenn ich das nicht mehr abgegeben habe? Ach, egal. Die 40 Rubine tun jetzt auch nicht so weh. Mich hat es jetzt nur geärgert, dass ich das Geisterhaus nicht nochmal gleich machen konnte, aber... Ich könnte es eigentlich direkt jetzt machen, an der Dämmerung des ersten Tages. Nachdem ich den Boss besiegt habe. Den dritten. Vielleicht mache ich jetzt einfach mit den Fröschen schon mal weiter, oder? Die Idee ist gar nicht so schlecht. Aber wo sind die ganzen Frösche? Fangen wir doch mal in den Sümpfen an. Aber zuerst... mache ich erst den Boss? Nee, kann ich ja nicht. Ich kann wirklich mit den Fröschen anfangen. So, wir kriegen die Rolle zusammen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie viele das waren. Wir versuchen es einfach mal. Und fangen an im Dämmerwald. Sümpfe... Ihr seht schon, ich kenne mich gut aus. Ja. Plöppe. Was haben wir denn hier? Alles meins. Gut. Hallo? Ah. Hep. Oh. Halt. Wo willst du denn hin? Manchmal hoppelt er einfach weiter, dass ich gar nicht will. Da ist ein Fröscheli. Wenn wir dieses Fröscheli jetzt mit ihm hier anschwatzen. Dongeros-Maske. Quack, Dongero. Wie lange ist es hier? Quack. Was führt dich hierher? Quack. Kann es denn sein, dass du den ganzen Weg hierher nur um nach mir zu suchen gekommen bist? Quack. Ah, sag nichts. Wenn ich dieses Gesicht sehe, so verstehe ich. Ist es wahr? Aber ich hörte, in den Bergen herrscht noch immer Winter. Quack. Wenn der Frühling kommt, werde ich sicher in die Berge gehen. Wir werden uns wiedersehen. Das war ja ein schöner Wink mit dem Zaunfall. Sollte ich jetzt also etwa alle Bosse nochmal machen müssen?
Ja, ich glaube schon. Na gut. Die Herausforderung nehme ich an. Wir machen erstmal Frühling. In dem Sumpfdungeon ist einer. Und im... Boah, es gibt den einen oder anderen Dungeon, wo auch so ein Frosch ist. Aber die fallen mir doch nicht mal alle ein. Naja, ich weiß, ich weiß. Brauche ich jetzt noch das Auge? Das überhaupt nichts bringt? Wie heißt denn das Lied überhaupt? Wie heißt das Lied? Ich vergesse das gerne mal. Chronisches Schlummerlied. Okay. Nee. Oh, oh. Oh, oh. Na los, komm. Fall um. Komm, komm. Komm, komm, komm. Oh, oh. Oh, oh. Ja, gut, dann liegt er da halt. Hupse, den hebt noch einer auf. Gut, machen wir den Boss halt nochmal. Diesen hier. Ach du liebe Zeit. Eigentlich müssen wir eh alle nochmal machen. War hier irgendwo ein Frosch als Boss? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war der erste und dritte Dungeon. Der dritte hatte, glaube ich, einen Frosch. Der hier nicht, aber dafür der erste nochmal. Okay. Wusste nicht, dass ich das überhaupt kann, aber... So. Das wird jetzt ein bisschen lustig. Zur Höhle des Wächters. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir das hinkriegen. Ich muss auf ihn draufspringen. Ja, genau. Ich habe keine Pfeile, aber ich glaube, hier liegen welche. Sehr schön. Und die dumm. Einfach nochmal ein Review. Warum nicht? Ich fand den Boss eh cool. Okay, Link, jetzt wäre es langsam Zeit, in Sicherheit zu gehen. Vielleicht... Jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt hast du ihn sauer gemacht. Dup, 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 dup. Hallo? Ja. Komm schon. No. Wie kann denn ein Stier mit Blitzen schießen? Wie geht das denn? So rein biologisch. Ach komm. Nach den hättest du durchgemahlen? Durchgemahlen. Döp, 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 döp. Lauf mal schön. Peppa! Hm, wo ist er denn jetzt? Hallo? Ich will mal wieder runter von dem Ast hier. Oh, den hast du noch getroffen? Die nächste Sendung verschiebt sich um circa 3 Stunden. Au. Nee, doch nicht.
Von der Seite treffen reicht nicht, ich muss auf ihn draufspringen. Entschuldigung. Hoho, das war knapp. Jawoll. Und schön rein. Jawoll, schön. Ja, noch ein. Komm schon, 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 komm schon. Fein. Schöne Sache, Harry. Ob ich dann vielleicht die Form wechseln sollte und mit dem Schwert ein bisschen rumstochern? Wäre das sinnvoller? Das könnte ich gleich nochmal probieren. Oder einfach eine Superbombe, das lieber mitnehmen. Ja, schade. Da mal. Entschuldigung. Jetzt schmeißt er schon mit mehr Steinen. Oh. Da kommen sonstige Dinge noch von unten, von oben. Jeppa. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte mir jetzt nochmal richtig einen zusetzen. Ja, sicher. Sag mal, müsste der nicht eigentlich irgendwann mal auch von der anderen Seite wieder angelaufen kommen oder die Richtung wechseln? Das habe ich noch nie dazu kommen lassen. Der sieht aber schon sehr geschwächt aus. Ach komm, der hat doch gar nicht getroffen. Wie kann ein Stier denn Bomben aus seinem Hintern fallen lassen? Ja, natürlich. Die letzte Bombe explodierte auch früher. Warum haben die denn länger gebraucht? Hm? Ja. Ach komm, jetzt lass mich doch mal laufen, weißt du? Jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Ich hab dich doch fast. Komm ran! Hallo. Nein, nicht schon wieder. So, jetzt, ne? Ja! Jawoll. Gut. Das war der Boss. Damit wir die Frösche holen können. Damit wir den Fischerboss müssen wir nochmal. Eigentlich können wir alle Bosse nochmal versuchen. Ups, das war ich nicht. Gut. Dann würde ich sagen, beende ich an der Stelle erstmal. Wir werden uns das nächste Mal um die Frischis kümmern. Jetzt haben wir ja wieder eine Möglichkeit. Grüne Auen hier in Pikebienia zu sehen. Und tschüss. Gut. Ich sag erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal.